Hey und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und damit zu dem zweiten Teil des Amerika-Vlogs. Wir sind heute auf dem Weg nach Las Vegas. Im Hintergrund seht ihr unser Auto, was wir uns gestern gemietet haben. Also ich fange mal von vorne an. Den ersten Teil des Vlogs könnt ihr euch gerne auch schon anschauen, der ist jetzt schon online. Wir waren ja oder sind aktuell in Los Angeles und haben jetzt einen Daytrip über drei Tage, also zwei Nächte nach Las Vegas geplant. Wir haben mit der Hotelbuchung, das ist ein bisschen verkackt, wenn man das so sagen kann. Wir haben von gestern bis morgen das Hotel gebucht und nicht von heute bis übermorgen. Aber gut, das werden wir gleich an der Rezeption bestimmt hoffentlich irgendwie geregelt bekommen. Und ja, ansonsten, was gibt's zu erzählen? Wir sind gerade stundenlang wirklich durchs Nichts gefahren. Es ist einfach gar nichts hier. Es ist nicht so wie in Deutschland, dass irgendwie alle paar Kilometer 100.000 Raststätten sind, sondern es ist einfach jetzt nach irgendwie zwei Stunden Fahrt auf einmal so ein halbes Dorf aufgetaucht. Also hier ist eine Achterbahn, hier sind ich weiß nicht wie viele Restaurants. Es ist irgendwie krass, es ist immer alles so überdimensional groß hier. Es ist einfach eine riesige Leere und dann ein riesiges Etwas. Aber ja, wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter. Ich denke mal, bis Las Vegas ist es noch ungefähr eine Stunde. Und ich freue mich extrem. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem YouTube-Video. Ich glaube, es wird sehr, sehr, sehr cool. Wir haben unglaublich viele coole Sachen vor in Las Vegas. Und vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen, wenn es euch gefällt. Und natürlich auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Auto. Da wartet auch schon die Lea und fahren weiter. Das hier ist unser Auto von innen. Da sitzt Lea. Und es ist wirklich so heiß. Wir waren ja gestern noch in Los Angeles und da war das Wetter so 20 Grad. Und es war angenehm warm, abends sogar echt frisch. Und jetzt hier Richtung Wüste nach Las Vegas. Es ist so, so heiß in diesem Auto. Es ist auch gerade so stickig. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weiterfahren, die Klimaanlage anmachen. Und in Las Vegas erwarten uns auf jeden Fall noch über 30 Grad. Aber ich bin happy, ich will mich nicht beschweren. Ich liebe die Sonne und ich liebe so ein Wetter. Wir haben jetzt gerade auf dem Weg nach Las Vegas noch einen kleinen Zwischenstopp hier gemacht bei dem Red Canyon. Das sind diese roten, riesigen Berge, die ihr im Hintergrund seht. Und wir konnten hier noch so ein bisschen die Umgebung. Wollen mal schauen, was wir hier noch so finden. Hier ist aktuell gerade gar kein Netz, also es ist auch sehr windig. Wie ihr merkt, ist es hier sehr windig, aber das ist bei der Temperatur jetzt sogar echt ganz angenehm. Also ich find's frisch. Was? Nee, ich find's perfekt. Aber die war gestern auch schon jetzt sehr kalt. Also, nee, ich finde es gerade richtig gut von der Temperatur. Ich finde den Wind sogar angenehm. Wir schauen jetzt hier mal, wo wir noch weiter was erkunden. Wir haben absolut kein Netz gerade. Das ist sehr ungewohnt für uns ohne Netz. Aber tut uns auch mal ganz gut bestimmt. Und danach geht's dann. Leute, es ist so schön hier. Ich bin einfach echt überwältigt. Wir gehen jetzt zurück zum Auto. Die Lea wartet nämlich im Auto und am liebsten würde ich noch gefühlt hier den ganzen Tag chillen und einfach die Aussicht genießen. Aber wir haben halt echt viel vor. Deswegen geht es auf jeden Fall jetzt weiter nach Las Vegas und ich bin richtig hyped. Aber natürlich haben wir unterwegs sehr viel Pause gemacht, Bilder etc. Also wir sind ja nicht 7 Stunden durchgefahren, aber es war trotzdem ein ganz schön langer Trip. Und aber wir haben keine Zeit uns auszuruhen. Jetzt wird gleich erstmal Las Vegas erkundet. Leute, schaut, wir sind in Las Vegas. Ja, was eine Überraschung, wisst ihr ja schon. Aber ja, es ist alles sehr surreal. Es ist zu perfekt hier. Die Gegend, wo wir gerade sind, heißt auch Paradise. Und man merkt, dass sie wirklich sich richtig Mühe geben, hier so ein kleines Paradies zu machen. Hier laufen auch zum Beispiel überall Mitarbeiter rum mit so Müllkellen. Hier liegt nicht 10 Sekunden irgendein Müll auf dem Boden. Es ist wirklich sofort weggeräumt. Das ist echt krass. Da vorne ist das Riesenrad, da wollen wir jetzt gleich mal hinlaufen. Vielleicht fahren wir auch.
mal schauen. Wir haben jetzt auch schon in einer Stunde Sonnenuntergang. Ich habe auch langsam Hunger. Ich denke mal, dann gehen wir auch irgendwas zum Essen danach. Und ja, ich freue mich, hier zu sein. Also wir haben uns gerade diese Cupcakes hier geholt und ich werde Ihnen das mal probieren. Oh, oh. Ah. Oh mein Gott, deine Schoko. Na gut. Was gibst du deinem von 1 bis 10? Ich gebe meinem, weiß ich nicht, was ich jeden Tag essen würde, aber es ist schon eine 7 von 10, würde ich sagen. Kein Wert. Ja. Ist gleich da. Ihr seht vielleicht schon, ich bin todmüde. Ich habe gerade als allererstes meine Wimpern abgemacht, als ich im Zimmer bin. Ein bisschen heiser bin ich auch. Wir sind ja seit 6 Uhr morgens wach, waren den ganzen Tag unterwegs, wirklich ohne Pause. Wir waren beim Einchecken vielleicht 10 Minuten einmal kurz auf dem Zimmer, haben uns direkt umgezogen und wieder raus und wir haben jetzt 23.39 Uhr, also eigentlich nicht mehr so spät, aber ich bin durch. Wir gehen jetzt schlafen. Es war ein wirklich richtig, richtig schöner Tag und wir waren eben noch ein bisschen Souvenirs shoppen in einem Candyladen. Ich kann euch mal ein paar Eindrücke noch mal einblenden, was ich eben mit dem Handy ein bisschen mitgefilmt habe. Glaubt ihr, dass solche riesigen Gummibärchen schmecken? Ey, das kann doch nicht schmecken. Also hier gibt es wirklich alles, auch so riesen Pizzen und so. Nee. Und ja, es war ein sehr, sehr schöner Tag in Las Vegas. Morgen geht's weiter. Morgen steht wieder viel Cooles auf dem Programm. Ich freue mich auf den Tag und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht.